Hallo und herzlich willkommen zum Online-Teaser vom Neo-Magazin Royal. Das ist unser heutiger Gast, der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist heute Abend zu Gast. So. Und ich finde es schön, erstmal, dass Sie da sind. Und ich kann mir vorstellen, Sie haben schon viele unangenehme Interviews führen müssen, immer wieder mit so einem, auch wenn Journalisten Ihnen mit so einem leichten Mitleid begegnen. Ist das hart? Hält man das emotional aus? Nee. Diese desolate Lage Ihrer Partei zurzeit. Also irgendwann stört es natürlich schon, wenn man andauernd über Umfragen reden muss. Aber nochmal, ich mache das ja, weil ich das will, weil ich das tun will. Weil ich auch wirklich glaube, diese SPD muss stark sein und sie muss wieder stärker werden. Und dafür arbeite ich jeden Tag, weil ich auch glaube, wir brauchen eine starke SPD in dieser Gesellschaft. Mhm. Und wenn man sich anguckt, was im Bundestag gerade los ist, dann möchte ich schon, dass einige Parteien da schwächer werden und die SPD wieder stärker wird. Der letzte, von dem ich bei Markus Feldenkirchen gelesen habe, dass er sehr auf Umfragen geachtet hat am Ende, war Martin Schulz. Wissen Sie, was der eigentlich noch, wo ist der jetzt? Der ist ewig bei Facebook nicht mehr ange... Ich stupse ihn immer an, er stupst nicht zurück. Was ist, wo ist er? Ist er irgendwo noch? Bei StudiVZ. genau, bei StudiVZ. Man kann ihn gruscheln. Nee, der ist Bundestagsabgeordneter. Wir sind nächsten Montag verabredet. Ich bin ja Generalsekretär geworden unter ihm. Wir haben recht engen Draht auch noch. Der hat natürlich ein paar Wochen auch gebraucht, um das alles mal zu verarbeiten, was da passiert ist. Mhm. Aber es geht ihm jetzt wieder gut. Der mischt sich jetzt als Abgeordneter ein und hat ja auf dem Parteitag auch eine fulminante Rede gehalten. Und Ihr niedersächsischer Parteikollege Sigmar Gabriel? Was macht der jetzt so? Sich ums Kind kümmern wahrscheinlich. Na, der ist auch Abgeordneter und das nimmt er sehr ernst, ist viel im Wahlkreis unterwegs, ist natürlich auch eine Umstellung, aber von dem werden wir noch einiges hören, glaube ich. Glauben Sie an den Wiedergänger Sigmar Gabriel, eines Tages nochmal Kanzlerkandidat vielleicht? Oder kommt er nochmal zurück? Na, ich meine, er ist auch erst, wie alt ist er? Noch nicht so alt. Ich glaube, Anfang 50 oder so. Wir werden noch was von dem hören, aber erstmal war das jetzt, glaube ich, auch klar in der Regierungsbildung, dass nicht alles so bleibt wie vorher. Und er hat ja auch einiges getan in den letzten Jahren, dass er nicht nur Freunde hatte in der SPD. Also insofern war der Weg ein bisschen vorgezeichnet. Aber das ist jetzt okay und ich bin mir sicher, er wird noch immer wieder Ratschläge geben. Ich habe gelesen, dass Sie jetzt ans Internet ran wollen. Sie wollen jetzt Ihre Partei quasi diesem neuen Medium Internet öffnen und auch so Möglichkeiten von demokratischer Beteiligung innerhalb einer Partei über digitale Strukturen gestalten. Stimmt das oder ist das sowas, was dann irgendwann... dann wieder versandet, weil irgendwie... Nee, das meine ich schon sehr ernst, dass ich das in der SPD auch ausbauen will. Wir haben 460.000 Mitglieder, da sind viele bei, die sich einbringen wollen. Ich habe das gemacht, als ich Generalsekretär wurde. Da habe ich meine Handynummer gepostet bei Twitter und bei Facebook. Gute und Idee. Gesagt, schickt mir... Ob das so gut Ihre war, echte habe ich Idee? Ihre echte Handynummer, oder? Ja, also es ist mein Handy. Ich habe zwei Handys und das ist nicht mein privates, sondern mein dienstliches Handy. Eins zum Ticken, eins für Arbeit und so, schon klar. Und ich glaube, ich habe 1200, 1300 WhatsApp-Nachrichten bekommen mit Verbesserungsvorschlägen, was in der SPD anders werden müsste. Mhm. Und da waren sehr viele junge Leute bei, die gesagt haben, wir würden uns gerne einbringen, aber wir gehen nicht in den Ortsverein. Also wir würden es gerne digital machen und digital uns einbringen. Und das will ich jetzt ausbauen, weil ich auch glaube, die Partei profitiert davon, wenn eine junge Generation sich auch digital einbringen kann. Und was machen Sie denn mit den ganzen Kühnert-Anhängern, die quasi vor der Wahl oder nach der Wahl eingetreten sind, massenhaft, weil sie gehofft haben, noch das Parteitagsvotum zu drehen über den Koalitionsvertrag? Ja, die haben halt verloren. Sind die integrierbar? Die haben verloren bei der Abstimmung, aber die bleiben dabei. Also wir haben ein paar Austritte gehabt danach, aber die meisten bleiben dabei. Und auch Kevin wird sicherlich eine Position jetzt einnehmen bei dem Erneuerungsprozess. Und ich bin mir sicher, von dem wird man noch viel hören. Meinen Sie, dass mit dem Vornamen man Bundeskanzler werden kann in Deutschland? Er rehabilitiert den Namen ja gerade. Ah, okay. Oder er nennt sich einfach um in, keine Ahnung, in Friedrich Kühnert oder in, oder noch einen drauf, einfach Jaden Kevin, einfach Jaden Kevin Justin. Einfach, aber der Name Helmut hat ja auch mal funktioniert. Das stimmt, aber das war zu einer Zeit, als alle Helmut hießen. Es hießen alle Helmut, Friedrich, Hinrich, Willi. Ja, aber es gibt Willi! Stichwort, das ist uns vorhin aufgefallen, die Willy-Brandt-Statue im Willy-Brandt-Haus. Ja. Wir kämpfen ja heute Abend, übrigens Hashtag der Woche ist Westdeutscher Bumsfunk. Mit lieben Grüßen an WDR vom ZDF-Team. Wir haben kein Problem mit Sexismus. Null. In der SPD gibt es auch kein Problem mit Sexismus. Im Publikum offenbar die erste Frau geht. Ja. Sah so von der Seite aus wie Julia Engelmann. Julia, bist du's? Zu wenig Poetry Slam hier im Online-Teaser heute. Wir haben diese Willy-Brandt-Statue uns angeguckt und haben gedacht, verdammt noch mal, Sexismus hat es ja unter Willy auch nicht gegeben, aber diese Statue sieht so ein bisschen so was aus. Was macht er mit der Hand? Ja. Wo will die Hand hingreifen, diese Willy-Brandt-Statue? Ja, ja, ja. Haben Sie das mal genau an? Das ist ja mal sehr präsent bei Pressekonferenzen. Ja, genau. Also, wie macht der nochmal so oder so? Der hält die Hand zu schützen so drüber. Nee, er macht so. Er macht so, als würde er in so einen Burger von so einer Burger-Braterei reinbeißen. Oder eine Flasche, weiß ich, Milch. Doppelkorn, was trinkt man in so einer SPD?
Schnaps. Schnaps, ja, 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 ja. Viel hartes Zeug. Gin Tonic, Schnaps, Wodka, genau. Red Bull. Batida de Coco. Ja, genau. Batida de Coco. Was diese Geste aussagt, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist Kunst. Ja, ist Kunst. Und eine Sache, noch ein persönlicher Verbesserungsvorschlag. Wir sind Riesenfans von Phoenix. Wir gucken immer Phoenix, den Ereignissender, der so, glaube ich, halbstaatlich irgendwie, also, weil es eine tolle Quelle ist. Man guckt die Bundespressekonferenzen, Parteitage. Und wo ich mich immer gefragt habe, die ganzen flammenden Reden von Andrea Nahles, also die Furie aus der Eifel, so viel Emotionen. Mhm. Und dann kommt am Ende dieses Akustikgitarrentrio auf die Bühne und spielt irgendwelche alten Steigerlieder. Ist das nicht vielleicht so eine, ob man da nicht vielleicht wenigstens irgendwie so ein DJ wie 1996? Da bin ich ja gescheitert. Also das sage ich jetzt hier mal ganz exklusiv. Mhm. Ich wollte, dass wir nicht mehr singen am Ende. Da konnte ich mich aber nicht durchsetzen. Oder was Cooles. Ich war für Clouseau, der mit Neuanfang auftritt. Nee, was auf so einem Parteitag. Nee, Clouseau ist schon okay. Finde ich auch. Aber gibt doch coole Sänger in der SPD. Was? Es gibt coole Sänger in der SPD? Ja, wen? Ach ja, stimmt. Roland Kaiser. Ja, Klaas. Klaas? Wie ist eigentlich der Draht zu Klaas? Ja, gut. Ja? Aber Klaas ist nicht in der SPD. Nicht in der SPD? Nein, Klaas unterstützt die SPD und hat vieles gemacht, aber ich glaube, er hat kein Parteibuch. Und er hat ja, also er ist schon aufgetreten noch für die SPD auf Wahlveranstaltungen. Ja. Ich glaube nicht, dass er Mitglied. Roland Kaiser ist Mitglied, aber den würde ich jetzt auch nicht auf dem Parteitag. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen, war das das? Verlieben. Hm. Was? Sieben Fässer Wein. Sieben Fässer Wein. Nee, irgendwas, was könnte man am Ende... wir sind gleich fertig mit dem Online-Teaser, Entschuldigung. Wir haben heute Abend noch Sendung, 20.15 Uhr in der Mediathek mit Lars Klingbeil. Wir haben eine super Sendung vorbereitet. Um 22.20 Uhr in ZDF Neo. Morgen nachts um 4 im ZDF Hauptprogramm. Oder wann? Um 0 Uhr, so früh, das ist ja fast late Primetime. Ja, ja. Wenn Olli Welke nicht irgendwie am Ende nochmal Kontoauszüge in die Kamera hält für eine halbe Stunde, dann kann es sein, dass wir morgen um 0 Uhr im ZDF sind. Wir überlegen nochmal ganz kurz, was könnte die SPD am Ende, welchen Künstler? Klaas ist eine gute Idee, also finde ich schon ganz gut. Ja, ja, siehst du? Ja. Vielleicht noch DJ, Avicii geht nicht mehr. Kollege geht auch nicht mehr. Death Metal. Death Metal, vielleicht. Oder irgendwie sowas, Tokotronic? Nee, auch nicht. Irgendwas, was die Stimmung nach oben peitscht. Also wir hätten Bock. Ja, wirklich? Rundfunk, aber ganz kurz, ist das, wir sind aber überparteilich beim ZDF, das geht glaube ich nicht. Aber wir intern nicht. Ach so, ihr seid, wer ist denn bei euch, ihr habt Parteipolitik, ihr seid unterschiedliche, von unterschiedlichen Parteien? SPD geht immer. Die SPD ist bei 80% bei uns ungefähr. Wirklich? Aber das ist, wirklich? Ja, Streicher sind immer SPD, das geht nicht. Ja, aber die immer zwei Ärger. Bläser haben das Orchester bereits verlassen. Die sind verlassen. Von der AfD, deswegen. Genau, weil Lars Klingbeil ja schon zu viel Redezeit hat. Genau. Christian und Marie raus, das reicht mir jetzt hier, Volksverräter. Ich hab's gewusst, die Bläser. Heute Abend zu Gast. Entschuldigung. Nee, ich komme auf die Tour, ich prüfe das mal, ob wir das für den nächsten Parteitag machen können. Ja. Wir haben jetzt erstmal 1,5 Jahre kein Parteitag. Wir hatten jetzt sehr viel in letzter Zeit. Ja, aber reicht auch. Was? Deine Freunde sind, die kommen nächste Woche. Oh, darf ich noch gar nicht verraten. Erkläre ich erst am Ende der Sendung heute Abend. Zu Gast ist SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Es wird eine sehr, sehr. Warum lacht er denn da? Ist doch wirklich SPD-Generalsekretär. Oder lalle ich? SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Es wird eine super Sendung. Schaltet alle ein. Bis heute Abend. Lars Klingbeil, Westdeutscher Bumsfunk. Bis später.